So, auf geht's zur Weser, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Mit der Stellfischroute, womit denn sonst? Im Herbst haben wir wunderbare Aale gefangen in Vereinsseen, da wo die Aale dann abziehen wollen und nicht rauskommen. Und im Frühjahr, da ziehen die Aale dann schon in der Weser hoch. Wir haben den ersten Versuch, Mitte Mai setzen wir das erste Mal an, womit mit der Stellfischroute einfach die beste Möglichkeit, um direkt punktgenau hinter der Steinpackung, relativ tief am Grund, hier die Aale zu erreichen. Das ist mein Sohn Christopher, der macht das schon seit Jahren so. Deshalb gehe ich eigentlich immer gerne mit ihm mit, weil er die ein oder andere Stelle schon immer an der Weser kennt. Hier sind wir so in der Nähe bei Hoya. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir hier einen Aal für euch an den Haken kriegen. So, hier haben wir jetzt das Fließgewässer, das Steilufer. Wo gehst du hin? Ich werde mich hier unterhalb vom Busch hinsetzen. Da dreht sich das Wasser so ein bisschen raus vom Steilufer. Und so ein paar Meter abwärts haben wir es nochmal, ne? Da hinter dem kleinen Busch. Hinter dem kleinen Busch, ja. Ja gut, so machen wir es. Okay, dann Petri heil. Ja, dir auch. Doch ganz schön warm heute Abend. Richtig schwül. Vielleicht ganz gut für unseren ersten Aal. Ja, da ist das erste Problem. Die richtige Pose, die für so eine Strömung geeignet ist, kriegt man kaum im Laden. Deshalb sind es selbstgebaute Styrodor-Posen. Und dann hängen da mal eben so 40 Gramm dran, damit das Blei fast über den Grund steht und der Köderfisch nach hinten wegläuft. Aber zur Methode dann gleich noch mehr nach dem Aufbau. Stabiler Heckständer, Frontständer ist natürlich erforderlich, ganz klar. Das ist sowas. Da kommt die Stellfischrute rein. Hier muss man sich natürlich einen schönen Platz suchen, gerade hier, wo die Steine sind. Das muss man ein bisschen vorbereiten. Und ein Vorständer natürlich dann auch. Der kommt dann direkt vor der Rolle. So, und dann stehen 7,50 Meter nach draußen raus. Dann wollen wir mal gucken, ob wir einen Biss kriegen. Beim Aalangeln muss man natürlich schon gerade im Fließgewässer bei der Route bleiben. Also nicht mal eben 3-4 Meter davon wegsetzen. Weil wenn denn hier ein Brassen beißt oder ein Karpfen oder wenn man sogar ganz viel Pech hat, ein Waller, dann geht er mit der Route ab. Also das muss alles griffbereit sein, sonst hat es keinen Zweck. Bauen wir die zweite eben auch noch auf und dann zeige ich euch die Montage mit den beiden Tauwürmern, die ich da drauf befestige. Weil ein Tauwurm reicht mir nicht. Einer wird aufgezogen und der andere etwas aufgesteckt. So, jetzt stellen wir die erste Route erstmal hin. Dazu loten wir das Ganze aus. Also mit dem ganz normalen 40 Gramm Blei. Dann die selbstgebaute Pose. Und ich habe dann immer noch über der Pose einen Posenstopper. Wenn ich jetzt also weiß, ich bin auf der richtigen Tiefe, dass jetzt das Blei auf Grund liegt, dann kann ich die Pose 10 cm runterziehen und weiß genau, ich bin 10 cm mit dem Blei über dem Grund. Falls sich die Pose mal verstellt, der Posenstopper selber nicht. Und damit weiß ich immer ganz genau, in welcher Tiefe ich fische. Jetzt ziehe ich das Ganze bis an den Posenstopper ran und gucke jetzt, ob ich da hinten schon Grund bekomme. Das ist jetzt so 2-2,5 Meter. Also jetzt habe ich praktisch die Pose genau auf Grund gestellt. Posenstopper hier oben. Und jetzt gehe ich natürlich einfach 10 cm tiefer. So, und jetzt weiß ich, dass das Blei 10 cm, ja, so ungefähr, 10 cm oberhalb des Grundes ist. Ja, und der Tauwurm bewegt sich jetzt natürlich nicht gerade nach unten zum Grund, sondern durch die Strömung treibt er jetzt natürlich in der Strömung auf der Tiefe des Bleies. Und das ist natürlich ideal.
wie es beim Biss dann funktioniert und gemacht wird, zeige ich euch hoffentlich noch. Werden wir mal abwarten. Dann geht man nämlich leicht mit der Pose mit und schlägt dann erst an. Das alte Aalangeln wie vor 20 Jahren, Klingelingeling und in der Nacht 20 Aale. Ja Leute, das ist 2013 nun mal leider etwas anders geworden. Vorsichtige Bisse und deshalb ist diese Montage und Methode mit Sicherheit eine sehr erfolgreiche. So, das sind jetzt also die Ködernadeln. Wattwurmnadeln nennt man sie auch, haben da erstmal ein Loch. Der Wurm wird von hier aufgezogen und hinterher kommt der Haken hier rein und dann wird der Wurm einfach raufgezogen. Dann ist der Wurm direkt auf dem Haken und auf der Schnur. So, jetzt sticht man also die Wurmnadel in den Tauwurm rein und zieht den Tauwurm jetzt komplett auf die Wurmnadel auf. Ist natürlich nur eine Methode, weil Christopher fischt nur mit einem Tauwurm oder vielleicht sogar nur mit einem halben, je nach Bissausbeute. Das werden wir ja sehen, wer heute Abend vielleicht mehr Glück hat. So, und jetzt ist er hier direkt aufgezogen, kommt da hinten raus, der Wurm. Und jetzt nimmt man den Haken, hängt den hier auf und zieht jetzt den Tauwurm da komplett rüber. Alles ein bisschen umständlicher aus, ist aber aufgrund der Entfernung, wo ich jetzt direkt hinter der Steinpackung bin, einfach genial. Auch wenn man einen Aal im Drill hat, kann man ihn außerhalb der Steinpackung ausdrillen, an die Oberfläche bringen und dann erst keschern. Bei zu kurzen Routen verliert man den Fisch oft in den festen Stein. So kann man es jetzt eigentlich ganz schön sehen. Direkt auf der Schnur aufgezogen, da unten hängt der Haken. Da sieht man, dass die Pose auf jeden Fall gut ausgebleit ist, hält also der Strömung stand. Meine linke Pose, da muss ich noch mal eben 5 Gramm Blei ranmachen. Da ist das Blei einfach zu weit vom Boden jetzt weg und damit natürlich für den Aal unfängig geworden. So, das ging jetzt schneller als erwartet. Es wird gerade dunkel und der erste Biss kommt. Da hat es mir fast die Rute aus dem Ständer gehauen. Eidewitzka. Ich weiß nicht, was es ist. Zuckt zwar wie ein Aal, wäre aber sehr unwahrscheinlich, dass das ein Aal ist. Oh, da hinten ist er. Ein Riesenteil. Das ist ein Wels. Ein Wels? Ach du dickes Ei. Wir sind doch zum Aaleangeln hergekommen. Ja, also da müssen wir tatsächlich jetzt mitlaufen mit dem Wels. Wahrscheinlich ist es ein Wels. Das ist natürlich auch was für ein Vorteil der langen Route. Ich kann hinter dem Fisch hinterhergehen. Das ist eigentlich nicht mein Ziel. Ich kriege ihn jetzt auch wieder ran. Und man denkt immer, man braucht beim Aalangeln keine gute Rolle. Bei sowas merkt man es dann doch, dass eine gute Rolle gut ist. Heidewitzka! Den können wir nicht rauskriegen. Jetzt sind wir gut 20 Minuten in Gange. Wir haben ihn jetzt einmal noch gesehen an der Oberfläche. Also der macht mit mir, was er will. Also jetzt sind wir eine gute halbe Stunde in Gang mit dem Fisch. Wie groß der Haken ist, habt ihr ja gesehen. Das ist nicht gerade groß. Also ich kämpfe immer mit ihm um die 15 bis 25 Meter. Nur nicht in die Bremse fassen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, wenn die Bremse dann anfängt zu ruckeln. Bleib komplett rein. Halt ihn. Halt ihn erstmal, nur halten. Warte, jetzt habe ich ihn. Ja. Oh. Ist das ein Riesenfisch, wa? Super. Hier ist der Haken. Guck mal, wie der Haken hängt. Das ist ja witzig. Insa, guck mal hier. Ja, genau richtig hängt er, ne? Da.
8-0er Haken. Leute, beim Aalangeln, unser erster, ich denke mal, 1,50 Meter Wels. Der Witz ist ja wirklich der 8er Haken, der hier hängt. Das ist der Hammer. Oh. Ja, dann lass uns mal Aalangeln. Ne? Ja. Okay. Krieg ich ja Doppelbiss. Ich muss mal eben die eine Route übernehmen, und zwar nehme ich den, wo der kleinere dran ist, ne? Ja. Hast du die? Jo, die habe ich. Den hebe ich ja so raus. Hier ist der Bindfaden, der kleine. So, und jetzt der andere. Der ist aber schon ganz gut, oder? Ja, da fängt ein Aal langsam an, ne? Ja. Jetzt hast du ihn. Petri! Ja, Petri, dank. Aber hier doch. Ist er. Jetzt haben wir nun doch 1,5 Stunden gewartet nach dem Waller. Also es war wohl doch ein bisschen Aufregung hier, ne? So, und Hier ist Krischis zweiter hier. So, hier ist er, der Aal. Ich schätze so 60. Ja, die wird er haben. Und du fischst immer nur mit einem halben Tauwurm, ne? Ja. Guck mal, nur kurz gehakt, direkt am Maul, ne? Den kann man direkt wieder aushaken, wie den kleinen, den wir im Released haben. Richtig. Petri, halt. Petri, dank. Okay. Mhm. Okay. Nochmal. Und da so.